Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. So, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Endstand 2:0 von 39.079 Zuschauern. Ich begrüße bei mir hier oben die beiden Trainer, KSC-Coach Markus Kauczynski und FCK-Chefcoach Kostas Roniaic. Es beginnen natürlich die Gäste. Herr Kauczynski, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, zunächst einmal Glückwunsch an den ersten FC Kaiserslautern zum Sieg. Ich glaube, dass der Sieg, und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, hochverdient war. Wir haben, ja, nach so dem ersten Anfangssturm haben wir ganz ordentlich reingefunden, ohne jetzt große Möglichkeiten zu haben. Kriegen dann zwei Tore nach Standardsituationen, wo wir nicht so wach sind, wie man sein muss. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, immer schwerer. Dann auch gegen Gegner, der natürlich gut steht, haben wir nicht die Mittel gefunden, über Spiel dann wirklich mal kontinuierlich Druck aufzubauen. Und von daher geht der Sieg in Ordnung. Am Ende ja wahrscheinlich noch Glück, dass er nicht höher ausfällt. Auch das erkennen wir alles an. Ja, zur Situation für uns ist natürlich nicht schön. Wir haben jetzt zum dritten Mal in Folge verloren. Das ist nach, glaube ich, jetzt gut 3 Jahren, wo es für uns immer bergauf ging, zum ersten Mal so eine Situation, wo wir auf der Stelle treten. Das ist eine Situation, die wir annehmen. Auch die Mannschaft, gerade nach dem Spiel, war sehr gefasst. Wir wussten, dass das natürlich passieren kann mit den Spielen, die wir hatten. Mit dem Spiel heute, wenn man hier nach Kaiserslautern fährt, weiß um die Heimstärke, weiß um die Stärke dieses Kaders, dann war uns klar, dass das heute so passieren kann. Das macht uns jetzt nicht glücklicher, dass wir es wussten, aber wir werden da rauskommen. Wir werden Dinge analysieren, wir werden wieder mehr zur Basis zurückkommen müssen, zum Verteidigen, zum Kämpfen, zum Arbeiten. Darüber hinaus, ja, werden wir natürlich Dinge umstellen müssen. Wir haben Verletzte, Gesperrte seit heute. Aber ich bin zuversichtlich, dass mit dieser Mannschaft, ja, wir diese kleine Delle, die wir jetzt haben, auch überstehen werden. Wir werden alles dafür tun. Wir werden darum kämpfen, wir werden hart dafür arbeiten. Wir werden wieder aufstehen. Danke sehr. Wenn Sie sehen und erleben, was sich jetzt in den letzten paar Minuten nach dem Abpfiff hier abgespielt hat, wie geht man da als sportlich Verantwortlicher mit um? Denn das hat ja mit dem eigentlichen Spiel null zu tun. Ja, natürlich ist mein Einfluss jetzt gerade gering. Wir sitzen hier und hören, sind natürlich schockiert. War uns aber auch klar, dass das passieren kann. Rivalität ist auf beiden Seiten genug vorhanden. Ansonsten machen wir gerade unseren Job und hoffen, dass draußen die anderen ihren Job machen und das möglichst auseinanderhalten. Herr Kauczynski, dass Ihr Spieler Manuel Torres vorzeitig in die Kabinen musste, das hat das Spiel nicht entschieden. Das war schon entschieden zu diesem Zeitpunkt. Wissen Sie, was da eigentlich wirklich vorgefallen ist? Da wird ein bisschen im Augenblick spekuliert. Er hätte seinem Gegenspieler an den Hals gegriffen und hätte ihn gewürgt. Weiß der Kuckuck, was war? Wissen Sie näher, was da war, was da bloß war? Er hat ihn erwürgt, glaube ich. Von beiden war es natürlich nicht zu erkennen. Deswegen war uns das erstmal suspekt, was da war. Manuel wurde bedrängt von Kaiserslauterer Spielern. Das Foul war aber, glaube ich, eher eins für uns. Auch egal, spielt auch keine Rolle. Und dann muss ja jemand an den Hals gefasst haben. Würgen würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Von daher wäre es jetzt auch nicht richtig, irgendwas dazu zu sagen. Selbst wenn er ihn anfasst, ist es auch nicht richtig. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.